Herzlich willkommen zu Company of Heroes 2. Diesmal bei der Schlacht von Rostov sind wir wieder auf Seiten der Russen, ja. Strasvice in dem Sinne, also, oder so ähnlich. Hallo Insane, wieder mal dabei. Privet, Dovorish. Du kannst nicht wirklich Russisch, oder? Doch, doch. Und, Gutje, da war ich. Genau. Ach du Scheiß. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich weiß eigentlich, was es ist, und das ist wahrscheinlich noch falsch ausgesprochen. Ja, ist es. Macht aber das nicht. Das weiß sogar ich. Ja, das weiß sogar ich, und ich kann die Sprache nicht, also. So. Ja, also das Wesentliche, was ich noch aus dem Russischunterricht kann, ist, dass ich im Russen auf Russisch sagen kann, dass ich kein Russisch kann. Das kann ich auf Französisch auch. Du kannst einem Russen auf Französisch sagen, dass du kein Russisch kannst? Nee, ich kann einem Franzosen auf Französisch sagen, dass ich kein Französisch kann. Ah. Oh, ich habe vergessen, die Funkaufklärung anzuschalten. Was für ein Zeug. Kannst du, bist du da wie ein bekloppter Pinkt? Das ist Sahne. So, auf jeden Fall. Denke ich mal, wird das ein vielversprechendes Spiel. Ich glaube, wir haben nur einen T1 beim Gegner. Ich habe aber zu spät angemacht. Es kann sein, dass zweimal Arschkrenz unterwegs sind. Ach, warte, du kannst auch... Hä, Moment, wie kannst du denn sehen, was der Gegner macht? Gibt es da eine neue Fähigkeit? Funkaufklärung. Ach so, das kannte ich noch gar nicht. Aber jetzt müssen zwei sein. Das zweite MG42 kam recht schnell. Also wir haben zwei MG42. Sag mal, ist das nicht ein bisschen heftig, wenn du siehst, was der Gegner hat? Ja, ist nicht heftig. Ja, ich sehe es nicht, ich höre es. Er hat dafür nur Rekruten. Keine anderen Einheiten bauen. Du kannst ja mal bei anderen Spielern gucken, was meine Doktrin alles hat. Andere Spieler? Spielerliste gibt's hier. Genau. Genau, da drückst du drauf. Ah, alles klar. Ach, das ist ja cool. Die Doktrin kenne ich gar nicht. Ist die offen für alle? Nee. Das ist ja scheiße. Da wird doch was ganz Exklusives. Oh je, Mine. Ja, das ist die einzige Funkaufklärung, die wirklich was taugt. Nee, warte mal, die Partisanen auch noch, aber die ist auch teuer. Das Ding finde ich nicht schlecht, auch die Ding mit dem Einzel T3485. Oh ja, stimmt. Also ich muss weiter Truppen bauen, ich habe es schon wieder verpennt. Ja, auf jeden Fall sieht die Grafik besser aus als in der Runde davor, wo ich die vergessen hatte hochzustellen. Und ich werde diesmal wieder auf die Lend-Lease-Taktik der Engländer gehen. Also, nee. Amerikaner. Also hier in dem Fall natürlich der Russen, aber ich meine jetzt natürlich, das ist ja im Prinzip, wie soll ich sagen, so eine Ami-Unterstützungstaktik. Ist ja auch ganz cool. Hat schon beim letzten Mal viel Spaß gemacht. Fürs diesmal will ich mir gerne schon mal nochmal eine hohe Qualität anschauen. Oh Mann, ich habe die ganzen MGs gefunden. Ja, bei mir war auch eins gerade. Konnte aber zurückwerfen. So, pass auf, jetzt nutzen wir mal das Side-System und stellen uns hier schön die Deckung rein. Ihr seid zu zweit da oben, oder was tut ihr? Pass auf, jetzt lenken wir den in eine Falle. Jetzt kommt ja. Rum. Genau, überrascht den Nahkämpfer und geh in Nahkampf. Hey, ich dachte, das war jetzt gut. Nur ein bisschen geil. So. Ist auf jeden Fall schon viel. Ich bin mir gerade tierisch auf den Piss. Ja, die machen ziemlich Schaden. Ja. Na okay, da sollte ich lieber nicht ins Haus gehen. Das wird zu heftig. Oh, schaffen die es noch rein? Ja, natürlich. Wunderbar. Russische Qualitätstrupps. Allerdings sieht das nicht so aus, als ob die hier große Chancen hätten. Ne? Naja, also da kommen wir nicht durch. Gewonnen hast du hin. Oh, schnell weg, schnell weg. Scheiße, du, hier ist ja echt die Hölle los. Ich wäre mal noch fix. Okay. Ja, ich glaube, da brauchst du erstmal nicht weiter anzugreifen an der Stelle. Ah. Ja, da ist zu viel los. Also zurück. Und jetzt schauen wir mal, was so die linke Seite für uns bereithält. Ich werde trotzdem mal auf dem Rückzugsweg vielleicht noch die ein oder andere Tellermine legen, ja. Wie üblich, ich bringe das hier und wo laufen sie hin? Zum Sahne. Ja, ich habe auch Heal.
Ganz ruhig. Komm gleich wieder zu dir. So, ach, da kommen sie jetzt mit dem MG ganz wagemutig an. Mal schauen, ob ich da irgendwie jetzt ordentlich Schaden drücken kann. Molly ist drauf. Ach Gott. Ja, Pause. Och, die haben ja nur MGs, das geht doch gar nicht. Ja, ich bring mal Mörser, sonst wird das ja nichts mehr. Ja, das ist richtig eklig. Aber Mörser ist eine gute Idee. So, ich werde dann auch die POs, die Reparatur, Heiltrupps bringen. Gut, wenn du Mörser bringst, bring ich keinen Mörser. Nee, Heiltruppen. Keine Mörser. Ja, bringst du jetzt Mörser oder nicht? Nein, ich habe gar nichts von Mörsern erzählt. Ich war bei den Medics. Och, die haben ja hier hinten auch noch ihre MGs. Och Gott. Aber vielleicht schaffen wir es auch. Vielleicht nehmen wir einfach diese Mörser. Ja, genau, das war auch gerade meine Überlegung. So, und dann denke ich, wäre es vielleicht sinnvoll. Wir haben C2 gebaut. Okay, okay. Ich gehe jetzt mal auf hier Molotov-Cocktails da. Ja, ja. Autsch. So ein Witz, ey. Wir werden hier durch das Haus durchgepinnt. Ja, das. Ich weiß nicht. Na, wahrscheinlich nicht durch das Haus, sondern da irgendwie durch den Berg durch oder so. Aber das ist ja genauso lächerlich. Und jetzt kommt doch jemand hat es jetzt wo gebaut. So, jetzt gehen wir hier schön in die grüne Deckung. Und flachen den da eine Granate rein. Autsch, was ist denn das? So, wenigstens den ersten Veteranen-Level habe ich hier geholt. Rekruten hier. Ziel bestätigt. Aber das hat ja hier nichts zu sagen. So, jetzt zack, zack, das nächste Gebäude. Aber ich sag mal so, also insane bei dir sieht es ja schon nicht schlecht aus, ne? So, jetzt können wir mal direkt hier das MG holen. Das ist zwar nichts amerikanisches, ist aber trotz allem stark. Unsere erste Doktrinfähigkeit, ja. Mal schauen, wie das abgeht. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. So, ich werde direkt dann aufs T4 gehen. Sofern ich die Arbeit. Warte, du Offizier. Yeah. Finde ich auch. Das bringt den jetzt aber nicht so viel, ja? Na gut, er kann aufstacheln. Ja, aber. Ist zwar zeitlich begrenzt, kostet Munition, aber geht. Großer Killer ist es jetzt aber nicht. Doch, doch. Ich flankiere das MG. Wenn du dann rumploppst als Deutscher. Ja, pass auf, ich stelle mich hier schon mal hin, um da vielleicht das Feuer auf mich zu ziehen. Ah, okay, der hat's schon dahin ausgerichtet. Naja. Sehr schön, sehr schön. Jetzt kriegst du vor allem noch das nächste. Schauen wir mal, hoffentlich. Leck, leck. So viele Einheiten da. Okay, pass auf, mein Blob kommt gleich. Also es blobt im wahrsten Sinne. Da kommt gerade so viel angelatscht von mir. So, wie machen wir das jetzt mal? So, auch ein kleiner. Oh, Achtung, da links. Ah, das Duschka. Ja, ich hoffe, ich kann den irgendwie reinloggen. Das schießt jetzt hier irgendwo durch, na klasse. Also so viel Schaden macht das nicht hier durch den Hügel durch. Das ist ja der Witz. Bereit machen zum Stellungswechsel. Brechen auf. Vorwärts, Genossen.
Wir sind keine Feiglinge. Unterwegs. Aha. Ein MG ist auf uns gerichtet. Kannst du das MG von denen dort hinten zerstören? Schauen wir mal. Sollte klappen, ha? Soldaten bereit. Da wird Blut fließen. Das Erobern ist eine Sache. Das Halten eine andere. Panzergrenz. Duschka drehen. Ja, mach ich. Warten Befehle. Bleibe fertig. Ihr Befehl? Wir werden beschossen. Zieh ich da zurück, das wird nichts mehr. Marsch! Rückzug! Sofort! Zu dir! Lass hier auch zurück. Ja. Was das auch? Ach, der Sahne kommt mal so hinten reingeschlichen. Naja, was soll's. Also das sieht auf jeden Fall nicht so gut aus momentan. Schauen wir mal. So, braucht jemand Fuel? Viel Fuel. Okay, dann gebe ich mir selbst den Nachschubabwurf. Da würde ich nämlich... Ja, Fuel-OP ist mal bei Glenn Dorsbrons, wäre vielleicht nicht schlecht. Na, ich kann dir welchen schicken, wenn du was brauchst. Dann kannst du ganz schnell irgendwie T-34 rausbringen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Nee, ich brauche keinen weiteren Gebäude. Ich hole nur noch die Rennrufpanzer. Eines schönen Tages hoffe ich es, eine große Armee aus IS-2-Panzern zu besitzen. Oh Gott, na wenn das mal klappt. Auf jeden Fall, wenn wir sie jetzt hier schön zusammenschießen, erwischen wir sie auf dem Retreat-Weg und das sieht gut aus. Einen vollen Full-Unit-Kill gab's da. Nicht schlecht. So, der kommt zurück. Ah, kommt nach vorne, ist aber erstmal nur einer. Ja, ist doch schon mal nicht schlecht. Allerdings haben sie noch keine Fahrzeuge. Ja, diese Waffe können wir gebrauchen. Pioniere bestätigen Eroberungsbefehl. Bei mir kommt schon mal eine SU 76, die wir so ein bisschen als Mörser nutzen können. Also ja, als Artillerie, sag ich mal so. Die SU 76 wurde genervt, die würde ich nicht mehr bringen. Ach so, bringt die gar nicht mehr? Ja, naja, eigentlich nicht. Ja, gegen Dinge ist sie stärker, gegen Panzer. Ach so, na, was? Da ist es doch eigentlich genau das, was ich brauche. Das ist an mir vorbeigegangen. Doch, klar. Ja, okay. Na, pass auf, da werde ich die mal auf die linke Seite mit zu dir rüber schicken, wo da gerade der Flammenwerfer Half-Track ist. Ich weiß zwar nicht, ob ich rechtzeitig ankomme. Ui, wer ruft mich denn bei Skype an? Das gibt's doch nicht. Welchen nennt ihr Einspieler? Okay. Ich werde jetzt nicht raustappen. Hier, Rennorchester ist kostenlos, oder was? Ja, heute. Ja, kannst du dir runterladen oder mit uns COH spielen. Nee, ich muss jetzt erstmal was essen. Oh, jetzt erst. Ja. Ein Chaos hier, irgendeine Pfeife ruft mich im Hintergrund bei Skype an. Das bin ich, Mann. Ach so, na da leg auf, Mann. Klar, du Trollo. Ja, was? Na warte mal, was nehmt ihr gerade auf? Ja, wir nehmen gerade auf. Ach so, dann besser nicht. Na macht nicht, frag nach. Nee. Red Orchestra, gib einfach mal bei Steam ein. Ich hab schon eingegeben, da steht hier 999, Red Orchestra. Ach, ja, du musst dann einfach runterscrollen, dann steht sie besitzen das Spiel. Mörser sind drauf. Also es klingt mir gerade alles chaotisch hier. Findest du es, Taube? Also nee. Was, nee? Wir haben einen Flammenwerfer. Pioniere bereit. So. Ah, super. Pioniere unterwegs. Gut gemacht, Genossen. Wo ist denn deine Sutschka? Ja, ich bring die mit. Ja. Muss auch zum Beck. Ach schön, da haben wir einen Mörser, oder? Was ist denn das? Da steht noch irgendwie ein Mann rum ohne Waffe in der Hand. Das ist ja sehr schön. So, auf jeden Fall kommt jetzt erstmal mein Nachschubkonvoi. Ist dann in Schreckgrenze unterwegs. Also ich find's nicht. Na, gib das doch mal ein. Red ich Orchestra. Hab's eingegeben. Ja, und dann scrollst du runter und dann steht sie bereits. Das ist nicht halt das erste Spiel, da gibt's mehrere. Spielen. Nee, das steht nicht da. Du doch, musst... bei mir war's auch so gerade. Das war vor, keine Ahnung, vor einer Stunde. Na, ich musste erst das bei der... Darkest Hour Europe 44 bis 45 ist kostenlos.
Naja, irgendwas und? Ist kostenlos. Und das lädst du runter. Nee, Stalingrad. Ja, Stalingrad. Ja, das habe ich doch schon, Red Orchestra. Ja, also. Ach, Red Orchestra 2 hier ist auf Stalingrad, habe ich schon. Das ist mein Mörser drauf. Was, das hast du dir gekauft? Ja. Ach so, na, das ist jetzt kostenlos. Affe. Hä, wie Affe? Woher soll ich dir riechen, dass du das gekauft hast? Hä, ich weiß doch nicht, was du für Spieler hast. Willst du mich verarschen oder was? Bestisch, deine Mutter, unsere Mutter. Und mach mal wieder beim Video mit hier. Was ja, geht? Ich bin doch voll dabei, Mann. Ja, ey, du kommst immer rein hier. Das geht doch gar nicht. Sind wir hier bei... Sag mal, kann man hier auf Sprit-OPs ausbauen? Wie bitte? Irgendwann können wir die schon gebrauchen. Ah, ich mach das mal lieber selbst. Was willst du? Fuel-OP? Ja. Alter, jetzt ist ja Schnee. Sturm. Die haben Panzer 4 auf dem Feld. Okay, ich bring jetzt eine. Ich bin erstmal kurz weg, ne? Mach's gut. Abgelehnt. Ich bring jetzt mal was gegen Panzer, was Feines. Eine sogenannte hier SU-85 heißt das Teil, ja. Sehr schön. Ach ne, die haben da unten ihre Mörser. Sprit-OP gebaut. Ja, und hier ist ein Aufheblitz. Was muss Marschbefehl bestätigt. Erwarten Ihre Befehle. So, jetzt rennt ihr durch die Kälte. Wärmt euch erstmal da schön dem Haus auf. Pass auf, ich werde auch ein Fuel-OP bauen. Oder zwei. Ich habe eigentlich immer viel zu viel Ressourcen. So, naja. Wir haben T3 gebaut. T3, oh, nimm da vorne deinen Rekruten raus hier. Monsieur, den da. So, wie machen wir denn jetzt weiter? Sie haben einen Brummbär gebracht. Ach du Scheiße. Okay, jetzt brauchen wir die schweren Geschütze. Ja, ich brauche noch meine Pack. Na, Pack ist schön. Jemand Aufklärung? Nein, nee. Nur Funkaufklärung. Ich will wissen, wo die schimmeln. Die funktioniert aber eh nicht im Schneesturm, du erinnerst dich. Ja, schon. Ach, schön, dass du auch Mörser gebaut hast, das ist sehr spitze. Einen von denen habe ich schon mal auseinandergenommen. Oh, da, was kommt denn da für einen Blob an? Seht ihr das? Aber ich habe mein MG dort. Ich hoffe, das dreht sich schnell genug. Oh, Leute, raus. Ich weiß nicht, es könnte etwas optimistisch sein. Ich hoffe mal, ich kann die jetzt hier schön festnageln. Ja, das sieht gut aus. Ach nein, ich habe meinen Panzer da reingejagt. Ich troll... Ach. Meine Hauptpizze schießt nur noch 4-mal. Eine Scheiße. Ach nee, das ist nur Panzerschrecks. Na, was heißt nur? Die machen ja richtig heftig Schaden. Ja, ich habe da Ding drauf. Hol dir den Schreck. Ja, oh, kann ich nicht. Au, au. Habt ihr da noch Truppen oder so? Ach, die nehmen die ja, Mörser auf dem Rückzug. Ich hab die heimgeschickt mit Propaganda. Ja, da nehmen die uns ja von allen Seiten auseinander. Da sollten wir da jetzt lieber schnell verschwinden. Komm, Panzer 4. Ich bin gleich wieder da. Du sollst mal deinen Truppen aus den Häusern rausnehmen und Panzerabwehrgranaten verteilen. Ja, das muss ich echt mal machen. Aber ich habe noch keine ausgebildet, das mache ich jetzt erst. Das ist jetzt schon ein bisschen spät dafür.
Ja, das stimmt eigentlich. Es war ein bisschen noobie gemacht, sag ich mal. Oh Gott, was ich jetzt alles verloren habe bei der Aktion. Schöne SU. Das war ja wirklich ein gigantischer Angriff, was da alles ankam an Scheiße. So, ich werde jetzt aber meine Showmans. Ich bin ja noch ein Ostwind, ey. Da kommen hier zwei Alarm gelegt. Mag ist auch gleich da. Ja. Was, ne Pack? Ist ein Pack. Ach da, ich hab mich gerade gewundert. Hier, ruhig. Ob ich da hinterher gehe? Ne, lieber nicht. Oh, nein, wir haben schon was. Cool, wir haben sie bekommen. So. Jetzt mal wieder den Block zurückschicken, ne? In schöner Blockmanier. Ah, ich verliere ihn. Stimmt. Hat eigentlich jemand T3 gebaut? Nö. Nee, aber warte mal, Sano, du hast doch die neue Doktrin. Kannst du M5 bringen? Hab ich nicht. Ich hab schon M5. Achso, ja, dann. Er hat das, ich hab das nicht. Nee, M4. 4 ist? M5 bitte. Ach, M5, dieser. Das hat kein Fahrzeug zur Luftabwehr. Okay. Kommt übrigens ein Ostwind. Ja, von rechts. Aber das sollte kein Problem sein. Ja, da ist noch ein anderer Panzer dabei. Na, das ist nur ein Brummbär, oder? Nur, der ist jetzt richtig gut gegen Panzer. Was, gegen Panzer? Ja. Oh, die haben feine Pack. Oh, das ist meine Pack. Okay. Schnell Motorschaden, weg. Schnell viel weg. Spaß damit. Komm, schön hinterher, ja genau. Ja, ich soll da hinterher, bist du denn Wahnsinn? Ja, ist ja auch dein Panzer. Na doch, ich. Ach, fuck. Mörder schießen drauf? Ja, da habe ich jetzt, glaube ich, richtig viel verloren. Das ist mir alles gerade sehr viel hier. Ach scheiße, nee, jetzt nimmt mich das Teil noch. Ich glaube, ich gehe jetzt hops. Schauen wir mal, ich habe zwei Packs da. Oh, sie haben einen Tiger. Okay, jetzt gehe ich wirklich hops. Panther. Da ist ein Panther. Ja, ich schieße auch schon. Aber nehmen wir ihn auseinander. Ist, doch, das ist machbar. Sehr schön. Go, go, go. Ach, hier ist wo auf dem Feld? Hier ist eine Pack, wenn jemand Sicht macht, zerstöre ich sie. Ja. Ich weiß, kann da jemand mitkommen mit der Infanterie? Also, das ist eine 88er. Meine Infanterie ist gleich da. Die kommt doch mit. Ich wollte jetzt nur gesagt haben. Wo ist denn die Pack? Haben wir die schon besiegt, die da war? Die 88er schießt hier, Achtung. Bewegen. Wo denn? Ach, hier, scheiße. Da will ich pingen. Na, ich sehe das Ping nicht mehr bei COH2. Alter, was war das denn? Die 88er. Nein, das war keine 88er. Das war irgendwas von da hinten rechts. Von hier, ja, so. Dann könnte Ding sein. Oh Gott, die haben irgendwas richtig Heftiges. Richtig heftig. Auf jeden Fall bin ich jetzt am Arsch. Ich habe nur noch 4 Trupps. Macht nix. Okay, die 88 habe ich erwischt. Oh, Tiger.
ist auf jeden Fall gerade sehr wüst. Also ganz so linear wie bei COH1 teilweise ist es nicht. Und schon COH1 war eigentlich nicht linear. So, Jungs, jetzt besetzt er da die Pack und... Hä? Ein Schuss? Irgendwas one-shottet hier alles. Ich weiß nicht. Fünf Mann mit einem Schuss. War das der hier? Ja, das war tatsächlich der Tiger. Oh Gott. Was glotzt ihr so? Waffe aufnehmen! Unterwegs! Oh, hau dort ab mit deiner Infanterie. Ja, schön. Jetzt rennen die alle ins MG rein. Noch ein Stück zurück mit deinen Leuten. Da werden die dann alle irgendwie festgenagelt vom MG. Aber alles klappt auch so. Schön. Spazieren wir jetzt mal dort durch. Da ist nicht viel. Oh, hoffentlich schaffe ich das noch. Okay, das war nicht. Greifen wir an mit den IS und so? Ja, aber war weiter rechts lang wegen der Pack 43. Welcher Pack? Die habe ich schon. Diese brutale Panzerabwehrkanone, die da gerade gebaut wird. Das ist eine neue. Die alte habe ich zerstört, aber die neue nicht. Irgendwas hat mich auch gerade volle Kanne erwischt. Aber wenn du Sicht machst, ich habe noch einen Bomben-Strike. Ich arbeite vielleicht dran. Wo ist das eigentlich alles? So, ach, da hinten, das Teil. Oh Gott. Und die haben einen neuen Panther auf dem Feld. Uiuiui. Aber es ist auf jeden Fall viel los. Erwarten Ihre Befehle. Wir vergeuden nichts. Brauche ein bisschen Rückendeckung für meine IS-2. Ja, ich schicke noch Infanterie. Was schießt dort eigentlich? Ach, scheiße. Das ist ein MG. So. Dieser Mörser. Holen wir doch mal noch einen zweiten Sherman dazu. Meine Ohren sind eingefroren. Wollen Sie etwas? Ja, Genosse. Oh, Achtung, Panther von hinten, ne? Ja, der Panther ist nicht mehr so das große Problem wie früher. Es hat sich vage entspannt. Der macht wohl gegen Infanterie nicht mehr allzu viel. Versuch mal die Outpost abzureißen. Okay, das war's mit Outpost abreißen. Nimmst du sein IS-2 damit vor? Das Ding zurück. Sehr schön. So, ich habe jetzt noch einen dritten. Ja, ich habe auch einen zweiten Sherman. Die gehen ja richtig ab irgendwie. So, haben die noch ihre Pack dort hinten, die große?
Möglicherweise. Kann es nicht sagen. Sie reparieren sie oder bauen neu. Ich habe Precision Strike drauf gemacht, aber ich glaube nicht, dass ich sie getroffen habe. Okay. Wollen wir trotzdem mal jetzt ein Stück weiter vorgehen, dort auf den Tiger oder so? Oh, zwei Tiger. Ach du Scheiße. Kommst du mit deinen? Ja, ich muss erstmal kurz noch. Ach, das ist viel zu viel, Alter. Also da musst du echt mit rein mit deinen fetten IS. Ja, ja. Bin doch schon da. Nein, da hinten lang. Ach du Scheiße. Oh, da ist ja wieder Ostertaube. Sehr verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie an den Bildschirmen. Sie sehen hier, au, wie Big Moon sich aufregt und alles verliert. Oh. Nein, was soll denn? Ach, wieder tot. Verdammte Scheiße. Ja. Gut, dass ich nicht mitspiele, das war schon jetzt ungünstig. Ja. Aber scheinbar geht Friendly Fire. Und die IS-2 scheint nicht so der Brüller zu sein gegen Panzer, oder? Wurde eigentlich verbessert. Ja. Zumindest haben wir jetzt richtig verloren. Irgendwie. Echt? Na, ich habe zwei Shermans verloren. Du hast eine IS verloren. Und das ja, nur für zwei Tiger. Krieg gleich einen neuen. Ja, aber das ist halt schon nicht ganz billig. Ja. Ich werde mal noch eine Pack nachbauen. Die Pack 43, die nervt. Die ist ein echtes Problem. Ja, ich weiß nicht. Ich habe vorhin gar nicht gemerkt, dass da unten überhaupt was steht erst. 20 Sekunden und ich mach sie weg. Boah, der Ostwind ist ein Infanterie-Killer, Alter. Naja, der hat jetzt noch mehr Penetration. Ja. Obwohl, das hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Ich glaube auch nicht, aber ist trotzdem gay. Bitte sage das nicht so abfällig, sonst fühlen sich einige Zuschauer angegriffen. Warum? Wieso? Weil sie vielleicht eine gewisse sexuelle Ausrichtung haben, die sich dadurch angegriffen fühlen könnte. Ich habe gleich wieder 3S2. Okay, da gehen wir jetzt mal nicht weiter drauf ein. Ich habe ja auch nicht gesagt, das ist homosexuell, sondern es ist gay. Also. There's a difference. Okay, gehen wir aber nicht weiter drauf ein. So. Ach, dieses. Oh, hat er sich festgefahren, der Kleine. Ja, die Wegfindung, die ist Wahnsinn. Da klickst du hier nach rechts und der findet keinen Weg da draus. Aber. Naja, noch schlimmer ist es, wenn du mit dem IS-2 fährst oder mit einer ISO. Ja, ich glaube auch, das sind ja erfahrene Fleischbällchen, ne? Richtig. Naja, also auf freiem Feld, ja, da steht irgendwo ein anderer Panzer rum und die fahren sich an dem Ding fest. Ah, guck dir das mal an, was hier an Waffen rumliegt, das sehe ich gerade erst. Ich hol mal jetzt hier, dass wir kurz wieder ein bisschen Aufbauspiel betreiben. Wie schaut's denn aus? Ist Bombenangriff einsatzbereit? Nee. Keine Money. Na pass auf, können wir nicht einfach mal da auf das Gebiet vorstoßen, das mal unter Packfeuer stellen, den seine Stellung? Werden wir jetzt hier ein paar Rekruten mit ranziehen? Das Ding ist immer noch am Start. Welches? Der Bunker. Ja, passiert. Das Ding ist die Crowd, ne? Au! Okay. Das meinst du, man kann momentan operieren? Ja, das ist die Crowd, ne? Da freue ich mich doch. Wenn es jemand von euch holen könnte. Ja, stimmt eigentlich. Ja, pass auf, wenn wir da einfach mal kurz frech drauf losdrücken. Dann wird sie mit meinen IS-2 an. Okay, du fährst vorne weg, du hast mehr Panzerung. Alter, was ist denn da los? Hat da jemand einen Bombenangriff? Ich habe meine Arti drauf gesetzt, aber es bringt glaub nix, die schießt noch immer. Scheiße. Zieh mal die S zurück, die du hast. Oh, da lebt sogar noch eine.
Soll ich die zerstören? Ja, ich würde darum. Wenn du sie nicht besetzen kannst, ach du Scheiße, ey. Ich habe heute alles verloren. Okay, das Ding ist wieder besetzt. Ja, danke. Ja, habe ich jetzt auch erst gesehen. Fuck. Ja. Das waren jetzt wirklich schwere Verluste. Mach doch kurz Sicht mit der Pack. Weiß egal, wenn du es verlierst. Nein, dann halt nicht. Ja, ist es nicht. Au! Was hat denn da jetzt drauf geschossen? Das war das Teil schon wieder, hä? Ich hatte das nie so heftig in Erinnerung, echt. Oh Gott. Panzerabwehrkanone wird verlagert. Wir werden angegriffen. Ja, wir bräuchten eine Witze. Hab ich doch. Hast du sogar Witze? Hat sogar W2, was sag ich denn die ganze Zeit? Die schießt aber nur 4-mal. Ja. Das ist ja hübsch. Braucht 3 Jahre, bis sie nach. Das ist auf jeden Fall das Problem an der Doktrin, die ich spiele. Die ist da hingegen extrem unflexibel. Du hast halt echt nur den coolen Panzer, den Sherman, und das war's eigentlich schon. Oh, Duschka. Duschka, gutes Duschka. Oh ja, das bringt doch nicht. Das beste Duschka aller Zeiten. Ja, es gab ja auch kein anderes. Nur kurz leben. Oh ja, gerade. Und der Versorgungsflieger, der fliegt natürlich über die gesamte Map. Der kann tatsächlich sogar abgeschossen werden. Ja, der kann auch abgeschossen werden. Macht aber keine Aufklärung. Er wurde auch abgeschossen. Was, der wurde ist übrigens auf deine W2-Haubitze gefallen? Nee, leider nicht. Das kann aber auch jetzt machen. Ja, komm, Sigma. Tja, was machen wir als nächstes? Das ist jetzt die Frage. Also hier stehen 3 Panzer. Ein Panzer. Wir haben auf jeden Fall nicht viel Wahl. Rein von Punkten müssen wir nicht mehr lange halten und wir haben gewonnen. Also, nein, weil wir haben nicht keine einzige Siegmarke. Na, ich meine ja, wir müssen jetzt eigentlich die Punkte am besten halten. Auf lange Sicht haben wir wahrscheinlich kaum Chancen. Boah, jetzt laufe ich gerade rein, wo Ding ist. Oh, W3, ey. Ja. Ob es eine Katjuscha bringt? Konnte nicht schmeißen, das ist Schneesturm. Ach, spring einfach mal so eine Katjuscha. Ja. Ist auf jeden Fall insgesamt eine ungünstige Ausgangsposition. Also ich würde vielleicht probieren, hier hinten das Gebiet zu erobern. Und keine Ahnung. Ja, aber da haben wir die ganze rechte Flanke offen. Ja, das stimmt, aber was willst du sonst machen? Den da unten in der Mitte. Die haben noch einen Tiger. Einfach zu stark befestigt. Ja, diese Pack. Tendiere dazu, mit dem Sahne die Insel anzugreifen. Das würde ich auch machen. Ich hätte eine Katjuscha. Und wir haben bestimmt noch etwa 5 Minuten Zeit, bis es endgültig verloren ist. Oder noch weniger, hä? Ach, Spaß. Sieht erstmal noch ganz gut für uns aus. Ja, aber ich sag mal so, wir lassen uns halt sehr von Punkten in Bedrängnis bringen, wenn wir lange überlegen. Naja. Wenn du eine Katjuscha hast, dann behalt sie in Bereitschaft, um das Eis auf den Zufahrtswegen zur Insel zu zerstören. Okay. Ich hoffe mal, das bringt's. Der Gegner ist übrigens ausgestiegen, einer von denen. Was ist das denn? Wird auch Boxflug. Sind ja nur so Kinderpanzer. Na, pass auf, wir können auch einfach mal alle da links schauen, was da geht, ob wir da irgendwie sinnvoll durchkommen. Okay, ich fahr auf die Insel. Wünsche mir Glück. Ja. Hier sind Minen, da musst du aufpassen. Ansonsten ist, glaube ich, frei. Ich hol meine Katjuscha ran. Schon passiert. Und dann mache ich auch noch Sicht. Dann wird das was. Lass sie aber nicht versinken. Ja, Fuck. Eigentlich stehen die recht weit hinten mit ihrem Panzer, von daher könnte es klappen. Könnte klappen, ja, passt. Alter, die bomben mir jetzt rechts alles zu. Boah, wieso hat der so viel, macht der so viel Schaden gegen den ersten? Weil da noch eine Pack 43 steht. Ah ja, okay. Okay, das war's. Ich laufe.
dachte schon, das kann nicht sein, ja. Ach, wartet, wartet, ist doch noch alles drin, die haben einen Bot. Oder? Nein, da ist nichts mehr drin. Habt ihr da... Lass doch mal noch testen, ja. Braucht nur Sicht. Ihr wisst schon, dass das da ein S2 rumgammelt. Au! Ja, das war doch unsere Arti, die da gerade im hohen Bogen reinknallt, oder? Was war denn das? Ich will's nicht wissen. So, na pass auf, die IS-2, na die ist doch weg, passt doch. Ich könnte doch einfach mal der Katyusha da reinfeuern, wo die in ihre Flak steht, oder? Bevor die jetzt hier ich schieße da mein Ding drauf. Mit der RT, aber ich bräuchte Sicht und Bombardement macht sie platt. Komm noch nicht ran, wegen des Ostwinds. Ah. Aufklärung hat niemand, hä? Nein. Das ist scheiße. Pass auf, wenn ich mal eine SU jetzt da reinjage und einfach opfer, ob das irgendwas bringt. Nein. Na okay, die wird eh zerstört, schon auf dem Weg. Ich habe sie nicht zerstört. Sie wurde nur... angenockt. Schieß mit der Katyusha drauf. Na, ist sie leer. Vorsicht, die haben ein MG da vorne. Ja, alles zugebunkert, die Arschlöcher, ey. Ah, das Ding ist halb tot, hä? Seht ihr's? Wenn wir das jetzt besetzen? Ah, geht er weg. Ey, guckt euch die Statistik an. So viel hat das Ding eigentlich nicht zerstört, aber das macht halt überhaupt nichts. Das war jetzt nicht nötig. Ja, sorry. Ich wusste nicht, ob das was wird. Entschuldigung. Ach, die haben übrigens Sigmar vermint. Ach, und die schlachten gerade die Katyusha ab. Ja, die haben mir dort einen Infanterietrupp platt gemacht. Diese Paxum ist noch besetzt und ist mittlerweile mit 3. Ach nee, na okay, Katyusha am Arsch. Ach, scheiß Mist. Ja, lass uns rausgehen, kein Problem. Ach, wir können ja nochmal irgendwo hol angreifen, oder? Nein, können wir nicht mehr. Ja. Das ist natürlich jetzt doof, ja. Da war die Kapitulation. Wahrscheinlich auch notwendig. Ja, Kack, Pack 43. Also das Ding ging aber auch ab, hä? Eigentlich hatte die ja jetzt theoretisch keine gute Position, da war ja rechts, waren ja eigentlich Häuser rein ohne Ende. Aber die schießt durch Häuser durch. Nee, Quatsch, oder? Die schießt durch Häuser durch, die schießt durch Berge durch, die schießt durch alles durch. Aber das ging doch bei COH1 nicht, oder? Deswegen setzt sie immer hinter das Gebäude. Und hat vorne was, das guckt, was wie es halt ausschaut. Die Ziele spottet. Ja, ist doch völlig unrealistisch, weil COH1 konnte das doch auch keine Pack, keine Flak. Ne, hier so eine. Das hier ist COH2. Und das hier? Ich meine, seien wir mal realistisch, so eine richtig krasse Panzerabwehrkanone, die schießt durch ein Haus durch so ein Holzhaus, genauso wie durch ein Steinhaus. Aber wie soll die denn einen Panzer, der dahinter steht, irgendwo anvisieren? Ja gut, das ist natürlich eine andere Sache. Es ist einfach, was weiß ich. Hier, da so, der ist da 3 Meter neben der Küche. Wenn du da jetzt drauf feuerst, da an das Fenster so in etwa, da links unten noch so einen halben Meter, da steht er. Vielleicht doch. Aber die 3 Häuser davor, da musst du jetzt dort, bei dem einen musst du durch die Küche durch und bei dem anderen durch die Stube. Wenn du den Bilderrahmen da triffst, das ist in etwa so der Panzer dann, der steht dahinter. Oh, sind da denn Punkte? So, ich bin befördert worden. Na, wenigstens. Meine Punkte. Okay, ja, deine Punkte. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab gar nichts gerissen hier. Ich hätte nicht die Scheißdock nehmen können. Genug getestet. Aber was gefehlt hat, war eigentlich die Aufklärung. Ja, die Artillerie, es war einfach das Problem. Wenigstens 120er Mörser etwas gebracht. Ja, das stimmt. Der wäre richtig heftig.
Damit hätte man die Pack vielleicht auch schon besser ausnehmen können. Schauen wir uns das mal an. Ja, cool, ich habe ja nicht mal die wenigsten Punkte. Ja, das bin ich. Das hat ja der Insel, ne? Ja, ne, schönes Spiel auf jeden Fall. War spannend. Richtig schön, super spannend. Wir haben ordentlich irgendwie auf den Sack bekommen. Und ja, fürs Video auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tipps sind wie immer gern gesehen. Vielleicht gewinnen wir ja auch mal. Ja. Macht's gut. Oder habt ihr noch Grüße? Ja, Sarah, ich liebe dich. Ach, ist so. Ja, auf Wiedersehen.